Gebete der heiligen Brigitta, vierter Tag, viertes Gebet, Christi Gebet für seine Kreuziger. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Jesus, du himmlischer Arzt, gedenke der Todesschwäche, der Schmerzen, welche du erhöht am Kreuzesbaume, an allen deinen verwundeten und zerfleischten Gliedern ertragen hast. Also, dass kein Schmerz dem deinen glich. Und vom Scheitel des Hauptes bis zu den Fußsohlen nichts Gesundes an dir zu finden war. Und wie du dennoch alle diese Qualen nicht beachtend, mildreich für deine Feinde gebetet und gesprochen hast. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Durch diese Barmherzigkeit verleihe mir, dass die Erinnerung an deine bittersten Leiden mir zur vollkommenen Verzeihung aller meiner Sünden und Verirrungen gereiche. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum Heile der Menschen gekreuzigt, nun im Himmel herrschend, erbarme dich unser. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.